Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie Apple HomeKit und Somfy Trauma miteinander verbinden können, damit Sie zum Beispiel in den Genuss einer Sprachsteuerung über Siri kommen. Wichtig ist, dass Sie wissen, welche Produkte von Somfy mit HomeKit kompatibel sind. Dazu haben wir in der Beschreibung dieses Videos einen Link, der führt Sie zu der Kompatibilitätsliste. Auch ist es erforderlich, dass Sie für Apple HomeKit eine Zentrale definieren. Die Zentrale ist entweder ein iPad, ein HomePod oder ein Apple TV. Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Schauen des Videos und viel Erfolg bei der Einbindung von Tahoma in HomeKit. Nun zeige ich Ihnen, wie Sie die Tahoma-Installation mit Apple HomeKit verlinken können. Dafür starten Sie bitte die Apple Home App auf Ihrem Gerät. Rechts oben am Bildschirmrand befindet sich ein kleines Pluszeichen. Das tippen Sie einmal an und dann haben Sie hier das Menü Geräte hinzufügen. Wählen Sie das bitte aus. Nun werden Sie aufgefordert, einen QR-Code zu scannen. Auf der Unterseite Ihrer Tahoma Switch von Somfy befindet sich dieser QR-Code. Dafür nehmen Sie die Kamera Ihres Gerätes und scannen den ab. Der wird automatisch erkannt, die Tahoma Switch Zentrale als Bridge erkannt und nun sagen Sie einfach zu Home hinzufügen. Dann wird die Verbindung hergestellt. Im nächsten Schritt können Sie festlegen, in welchem Raum in Ihrem Zuhause die Tahoma steht. Ich wähle mal ein Wohnzimmer aus, sage anschließend weiter. Ich könnte noch den Namen verändern, wenn ich möchte. Und das war's schon. Apple HomeKit liest jetzt alle entsprechenden I/O-Motoren aus Ihrer Anlage von Somfy aus und Sie können diese dann zukünftig per Sprachbefehl steuern. Es ist auch wichtig, die Produkte in Räume einzusortieren. Da können Sie sich natürlich Zeit lassen. Ich tippe das hier schnell durch, damit wir zum Ergebnis kommen. In meiner Installation sind jetzt drei Produkte vorhanden. Und nun kann ich diese entsprechend bedienen. Ich führe das einmal vor. Ich gehe in den Home-Bildschirm. Halte dann jetzt beispielsweise hier am iPad die Home-Taste länger gedrückt, um Siri zu starten. Hey Siri, öffne das Schlafzimmer. Und wie Sie sehen, wird der Befehl ausgeführt und der Rollladen fährt nach oben. Das war's schon. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Verwendung Ihrer Siri als Sprachsteuerung für die Bedienung der Produkte in Tahoma.